Pflegeberufe haben Zukunft. Darüber informierten sich hochrangige Gäste und Schüler aus 5 Landkreisen beim 2. Berufsinformationstag am beruflichen Schulzentrum in Mühldorf. Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. In bewährter Weise eröffnete die Schülerband den Berufsinformationstag in der Aula des beruflichen Schulzentrums, die zur Messehalle umgestaltet war. Herzlich willkommen zu unserem 2. Pflegetag am beruflichen Schulzentrum. Schulleiter Oberstudiendirektor Maximilian Heimal hieß nicht nur die zahlreichen Schülerinnen und Schüler und die Anbieter herzlich willkommen, sondern auch Staatskanzleichef Dr. Marcel Huber, die MDLs Dr. Martin Huber und Ingrid Heckner, Bezirksrätin Claudia Hausberger und Schirmherrn Landrat Georg Huber. Er freute sich über seinen Vorgänger Oberstudiendirektor Ludwig Ecker und den Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Benedikt Steingruber sowie die zahlreichen Lehrkräfte seines Hauses. Maximilian Heimal freute sich über mehr als 20 Einrichtungen, die die Pflegeberufe vorstellen wollten. Dazu dient künftig auch der duale Studiengang Pflege, der aktuell vorbereitet wird. Während manche Berufsgruppen unsicher in die Zukunft schauen, hat der Pflegeberuf eine große Zukunft vor sich, versprach Staatsminister Dr. Marcel Huber. Menschen werden älter und leben länger, sodass immer mehr Pflegekräfte benötigt werden. Er freute sich, dass der Landkreis Mühldorf so viele Ausbildungsplätze bereitstellt, um die zusätzlich nötigen Fachkräfte auszubilden. Dafür dankte er sowohl der Schule als auch den Einrichtungen und riet den jungen Leuten, sich ausführlich zu informieren, um dann ihre Berufswahl treffen zu können. Landrat Georg Huber dankte allen, die an der Vorbereitung mitgewirkt haben. Der Landkreis hat mit Hilfe der Politik die Vorleistungen erbracht, sowohl Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern als auch Pflegefachkräften zu ermöglichen, ihre Ausbildung an Hochschulen fortzusetzen. Da die Anforderungen stark steigen, sind Pflegeberufe auch für Absolventen höherer Schulen interessant. Tatsächlich ist in Kindertagesstätten, in Altenheimen und auch bei Behinderten immer mehr Personal nötig, sodass Landrat Georg Huber die jungen Leute bat, diesen Beruf zu ergreifen. Dieser Beruf hat Zukunft und wird künftig auch wirtschaftlich besser gestellt. MDL Ingrid Heckner sah die große Zahl anwesender Mandatsträger als großes Kompliment für Schulleiter Maximilian Heimal und sein Team, mit dem sie ihnen die Organisation des Berufsinformationstages danken. Auch sie bestätigte, die Pflege braucht viele helfende Hände. Deshalb ermunterte sie die jungen Leute, sich gründlich zu informieren. Die Pflege ist nämlich kein Lernberuf wie jeder andere. In die Pflege muss sich jeder persönlich einbringen. Da sie selbst doch alle schon etwas älter sind, hoffte sie später dann auf die jungen Leute zählen zu können, die jetzt diesen Beruf ergreifen. Für den viel jüngeren MDL Dr. Martin Huber ist die Pflege doch noch weit weg. Deshalb war er dem beruflichen Schulzentrum dankbar, junge Leute dazu zu motivieren, diesen wichtigen Beruf zu ergreifen, der ja weniger ein Handwerk ist als ein Herzwerk. Er wünschte allen Zuhörern, so viel über diesen Beruf zu erfahren, dass sie ihn auch ergreifen. Bezirksrätin Claudia Hausberger steuerte Zahlen bei. Im Landkreis Mühldorf bieten Einrichtungen 2500 Pflegeplätze. Dazu kommen teilstationäre und ambulante Pflegeangebote und das Krankenhaus. Alle dort untergebrachten Personen benötigen Pflege. Der Pflegeberuf hat also Zukunft. Dann machten sich die Gäste auf den Weg und ließen sich die Angebote der Einrichtungen erklären. Wie man etwa einen immobilen Patienten aus einem Bett in einen Rollstuhl hebt. Oder wie man eine Wunde fachgerecht versorgt. Nebenan wurde Herr Meier wiederbelebt. Die Schüler konnten selbst ausprobieren, dass das gar nicht so einfach ist und viel Kraft erfordert. Zur Pflege gehört auch das Anlegen von Kompressionsverbänden. Weitere Einrichtungen zeigten ihre Leistungen in Klassenräumen nebenan.
Zeitgleich fanden Vorträge statt, in denen die verschiedenen Fachgebiete ihre Ausbildung darstellten. Im Aktionsbereich konnte man sich etwa die Hände massieren lassen. Die UV-Lampe zeigt, ob die Desinfektion der Hände erfolgreich war. Das probierten die Gäste gleich aus. Wir sind relativ gut desinfiziert, außer kleine einzelne Stellen. Hier der Handrücken, der wurde ein bisschen vergessen, der wurde nicht gescheit benetzt. Die Altenpfleger stellten die besonderen Herausforderungen dar, die ihnen demente Patienten stellen. Etwa simuliert eine besondere Brille das sehr eingeschränkte Gesichtsfeld. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Der Fachbereich Ernährung und Versorgung bot mit seinen Häppchen eine kleine kulinarische Abwechslung. Herr Gerhard, woher kommen die Schüler, die heute zum Berufsinformationstag kommen? Wir haben alle Schüler eingeladen aus Landkreisen, in denen wir ausbilden. Also es sind insgesamt 7 Landkreise, die angeschrieben wurden. 5 Landkreise haben sich beteiligt und wir haben Schüler aus Mittelschule, Realschule. Hauptsächlich von der Mittelschule, von kooperierenden Schulen, die bei uns schon in der Schule waren teilweise und sich wiederum interessieren aus dem letzten Jahr. Wir werden auch in den nächsten Jahren diese Veranstaltung fortführen. Wie viele Schüler erwarten Sie? Gemeldet waren insgesamt 350 Schüler mit 27 Kolleginnen und Kollegen der allgemeinbildenden Schulen. Wir haben momentan den Stand von ungefähr 400 Gästen, die momentan bei uns im Haus sind. Jetzt haben Sie ja heute alle Berufe vorgestellt, sogar die früheren Hauswirtschafter, die heutigen Ernährung und Versorgung. Sogar die stellen vor, was sie machen. Erwarten Sie Anfänger in allen Bereichen oder haben Sie einen Fokus auf der Pflege? Die Interessenten verteilen sich auf alle Bildungsbereiche, die wir im Angebot haben. Es ist ein sehr starkes Interesse auch für den Sozialbetreuer, für die Sozialbetreuerin da. Wie wir im Vorfeld erfahren haben, Ernährung, Versorgung ist eine sehr attraktive Ausbildungsmöglichkeit, die wir im Haus haben. Hier haben wir auch das Modul Versorgung und Pflege kranker und älterer Menschen, das immer mehr Anklang findet. Die ganze Ausrichtung dieser Bildungsgänge, auch die Kinderpflege und natürlich Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sind bei uns der Schwerpunkt. Hier werden wir in den nächsten Jahren auch mehr Gäste zu erwarten haben. Vielen Dank.